Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video auf Cyber-01. Und heute möchte ich mich bedanken für 2 Jahre YouTube. Deswegen gucken wir heute in meine Kanal-Insights, also wie viel Aufrufe ich im letzten Jahr gemacht habe oder beziehungsweise in den letzten 2 Jahren und was die Wiedergabezeit ist von allen Zuschauern und dennoch. Was gab's da noch? Ach, keine Ahnung, wir sehen es ja gleich. Dann. Bis gleich. Also, ihr seht es hier gerade. Ich bin jetzt in meinem YouTube-Studio. Und da können wir uns mal hier was angucken. Also, wirklich auch krass. 4 Abonnenten in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie das geht. Weil ich habe echt nicht viele Videos momentan gebracht. Aber erstmal danke dafür, für den Support. Also, ja. Ihr seht auch hier, hier sind viele Videos, haben Beschwerde wegen Dings, wegen Urheberrecht. Weiß auch nicht warum, aber ja. Okay, dann gehen wir jetzt in die Insights. Oder in die Analytics. Also, hier seht ihr schon, in den letzten 28 Tagen habe ich mit meinen Videos 221 Aufrufe erzielt. Denn meine Reichweite, also Impressionen, waren 4638 und einzelne Zuschauer 79. Also ja, das geht eigentlich. Das war nicht so gut im Durchschnitt. Sieht man hier auch an diesen minus 38%, wo runtergegangen sind, oder minus 32%. Interaktion. Wiedergabezeit waren 3,7 Stunden insgesamt und durchschnittliche Wiedergabedauer. Da bin ich jetzt nicht so stolz drauf, weil nur 1 Minute, also 6-Minuten-Videos oder 7-Minuten-Videos könnte besser sein, aber ist jetzt auch egal. Meine Zielgruppe, ja, hier plus 4 Abonnenten, ne? Ist hier am 24. ist nochmal ein bisschen durch ein Video gestiegen. Hier seht ihr es auch, Nutzer ohne Abo 75% oder 76% und Abonnenten gerade mal 24,2. Ja, aber das interessiert euch wahrscheinlich nicht so. Vor den letzten 28 Tagen ganz interessant. Ich werde jetzt hier auf die letzten, also aus dem letzten Jahr. Denn Trommelwirbel bitte. Und so, jetzt sind wir im letzten Jahr, also vom 14.1. da bis zum 12.1. Also ist nicht ganz, aber egal. Also, wir haben letztes Jahr 3460 Aufrufe gemacht. Wir hatten eine Wiedergabezeit von 60,4 Stunden. Also, ist echt, ich finde es solide oder ich finde es gut für meine Verhältnisse. Plus 28 Abonnenten. Also, ich bin echt stolz auf das. Ja, gut, Corona kam auch, glaube ein bisschen mehr Videos. Dann gehen wir jetzt mal in die Reichweite. Impressionen sind 32,653. Also, da bin ich auch stolz drauf. Ich weiß noch nicht ganz, was das heißt, aber keine Ahnung. Ist viel. Dann Klickrate der Impressionen sind 8,6%. Aufrufe habe ich ja gerade eben schon vorgelesen. Interaktion, eben hier. Die Wiedergabezeit war jetzt das Jahr jetzt auch nicht so gut, aber die Zielgruppe hat, ja, die ist runtergegangen. Ich glaube, ich habe in 2019 mehr Abos gemacht. Schweiz war dieses Jahr noch ein bisschen dabei, 3,5%. Aber sonst sage ich hier fast alles gleich. Dann gehen wir jetzt mal in unbegrenzt. Also jetzt von Dauer vom Kanal, ich glaube der 30.12.2017 war es, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt mal an. Und okay, der Kanal hat bis jetzt 5572 Aufrufe erzielt, also am meisten in 2020. Denn Aufrufe,
habe ich gerade eben vorgelesen. Wiedergabezeit 140 Stunden oder 140,4 Stunden. Das ist echt krass. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. 140 Stunden sind in Minuten 8400 oder 8400. Dann können wir es jetzt mal machen in Sekunden. Da sind wir halt sogar bei 504.000 Sekunden. Ja, Millisekunden, ne? Das weiß ich gar nicht. 5,04 e plus 8, keine Ahnung. In Stunden sind wir bei 3,8. Und in Tagen sind wir bei 1,6. Wie viel sind wir im Monat? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das ist auf jeden Fall echt krass. Danke nochmal. Also das ist das, was die Zuschauer, die Dings gesehen haben, die Videos. Und eben 85 Abonnenten, darauf bin ich auch richtig stolz. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zur Reichweite. 44.000 Impressionen oder fast 45.000. Klickrate per Impression, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet, 10,0. Ja, und Aufrufe 5,572. Aufrufe 1000, meine ich. Interaktion, eben 140,4, meine ich. Wiedergabezeit als 1 Minute 30 geht eigentlich. Könnte besser sein, auf jeden Fall, egal. Dann die Zielgruppe. Hat sich eigentlich so geändert. Hier. Schweiz 3,6%. Hier Nutzer. So ist es nochmal anders. Wiedergabezeit. Ah. Ja. Ja, aber Nutzer ohne Abo und Dings. Das geht eigentlich noch. Also, ja. Es ist Dings. Bin echt stolz auf diese Zahl. Dass wir das als Community erreicht haben. Deswegen nochmal groß Danke von mir. Auch an die 50 Aufrufe in den letzten 2 Tagen. Das finde ich echt viel. Also ja, dann ciao. Bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich kommt morgen Goat Simulator. Weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, ob ich Zeit habe. Also dann, ciao.